Hallo liebe Zwillingefrau, lieber Zwillingemann, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben nächste Woche vom 1. bis 7. Juni aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox findest du den Link zu den häufigsten Fragen, die Links zu den Jahres-, Monats- und Wochenlegungen und auch die Links zu meinen Social-Media-Accounts. Ich bin auf Facebook und Instagram unterwegs. So, schauen wir mal. Die Rollen können vertauscht sein und die Legungen sind immer geschlechterunabhängig. Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, ja? Zwillinge, ich habe das Gefühl, dass meine Ohren sich ein bisschen dumpf anfühlen. Wir hatten das Thema schon mal bei dir, dass du nichts hören möchtest. War das deine Monatslegung? Ich bin mir nicht mehr sicher, oder war es für die erste Monatshälfte, zweite Monatshälfte? Bei irgendeiner Legung ging es darum, dass du nichts mehr hören möchtest, dass du auch nicht angefasst werden möchtest und du für dich alleine sein möchtest. Und ich glaube, diese Woche geht es um Dinge, die du hören sollst. Weil bei dieser Legung stand im Vordergrund, dass du über alle Sinne nichts empfangen möchtest. Und diese Woche geht es um deine Ohren. Ja? Du sollst hier Dinge hören, willst du aber nicht. Willst du aber nicht. Schauen wir mal. Gib mir bitte eine Karte zum Liebesleben von Zwillinge vom 1. bis 7. Juni, bitte. Hoppala. Und dann noch umgekehrt. 9 der Schwerter umgekehrt. Neun der Schwerter umgekehrt. Nein, das bedeutet nicht das Umgekehrte von Neun der Schwerter. Neun der Schwerter umgekehrt bedeutet wirklich, wirklich schlaflose Nächte, dass einem wirklich der Schlaf geraubt wird. Oder wenn diese Karte hier erscheint, dann entwarne ich meistens die Menschen und sage oder erkläre, was das genau bedeutet, oder dass man mehrmals pro Nacht aufstehen muss, aufs Klo gehen muss und dann kann man vielleicht mal eine halbe Stunde länger nicht einschlafen oder man wacht immer wieder auf nachts, am Morgen weiß man nichts davon oder normalerweise ist diese Karte etwa so. Aber das hier ist wirklich nicht schlafen können und daran verzweifeln, dass man nicht schlafen kann. Da kommt schlechter Schlaf auf dich zu, Zwillinge, nächste Woche. Hol dir deine Tränensäcke-Cremes, Augenringe-Cremes. Ja, Concealer holen. Darfst dir deinen Concealer holen. Kraft. Versuchst hier aus dieser schlaflosen Zeit stark rauszukommen. Diese Schwerter bei Neun der Schwerter stellen deine eigenen Gedanken dar, Zwillinge. Und es fällt dir nächste Woche schwer, von deinen eigenen Gedanken loszukommen. Du sammelst hier Kraft, um deine eigenen Gedanken da irgendwie aus deinem Kopf zu bekommen. Tod. Okay. Was du nächste Woche tun wirst, ist, ich kacke auf. Hoppala. Ich kacke auf all das, was ich kenne, auf all das, was mir die Stimmung hier verdirbt. Ich lasse los, der Tod hier, und wende mich meinen Optionen zu. Das ist so diese, ich habe die Schnauze voll Szene hier. Ja, lässt das alles zurück, was dich hier so verzweifeln lässt und gehst vorwärts. 7 der Kelche. Du sagst, ich wende mich meinen Optionen zu. Was auch immer das für eine Situation ist, Zwillinge, es ist bei 9 der Schwerter. Es steht kurz davor, fertig zu sein. Und du stehst hier kurz davor, das Ganze zurückzulassen und vorwärts zu gehen in Richtung andere Optionen. Jemand stirbt für dich, Zwillinge. Also ich rede jetzt hier nicht vom Tod an sich, sondern jemand ist wirklich
in diesem Moment tot für dich. Wir haben hier einen toten Menschen, hier haben wir ein Skelett, ja. Und hier bei sieben der Kelche, bei diesem Kelch hier haben wir auch ein Skelett. So wie wenn du dieser Beziehung sozusagen die letzte Krone aufsetzt, ha? Du bist für mich gestorben, sagst du. Ei, ei, ei. Zehn der Kelche. Ich will mein Glück finden, ich wende mich meinen Optionen zu. Aha, aha. Ich wende mich meinen Optionen zu, sagst du, ich will 10 der Kelche erreichen. Ich warte hier nicht ab, bis ich 10 der Schwerter erreicht habe, ja. Ich will 10 der Kelche erreichen, ich wende mich ab, vorzeitig, gehe hin, schaue, was sind meine Optionen und da kommt dir jemand in den Sinn. Den du schon kennst, die du schon kennst und wo du dich fragst, ob ein Neustart hin zu 10 der Kelche noch möglich ist. Warum kennst du diesen Menschen schon? Weil du hier bei 7 der Kelche bist. Hier sind die 3 der Kelche. Du, dieser neue Mensch und dieser Mensch da, auf den du dich eingelassen hast. 3 der Kelche und du fragst dich, wäre es wohl möglich, hier jetzt nochmals zu starten mit diesem Mensch, mit einem Neustart? Ja, hin zu 10 der Kelche. Du befürchtest hier, dass du diesen Menschen verpasst haben könntest, weil du dich hiermit beschäftigt hast. Okay? Weil hier dazwischen haben wir auch wieder 3 der Kelche. Ist er, sie wohl mit jemand anderem jetzt? Während ich mit jemand anderem war. Okay? Zwillinge, ich werde hier mit dem Hexentarot eine weitere Reihe ziehen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was es hier gibt, was du noch nicht über Herzensdame, Herzensmann weißt, aber wissen solltest. Und da, wo ich Action sehe, werde ich eine Zeitkarte ziehen, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Pardon, und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.